Jetzt aktuell eher von der AfD, aber längerfristig auch von dem islamistischen Einfluss, ja. Die Regierung, der Fisch stinkt vom Kopf. Alle extremen Strömungen machen mir Angst. Also sei das religiöser Extremismus, Links- oder Rechtsextremismus, sobald er gewalttätig wird, ist nicht mehr demokratisch und das macht mir Angst. Rechtsradikalismus. Man hat Angst davor, dass es extremen Islamismus gibt, weil der islamistische Glauben ist ja, es ist eine Religion wie fast jede andere. Da habe ich mehr Angst davor, dass jemand die Freiheit auf Religion einschränken möchte im Namen des Rechtsextremismus. Den Rechten, AfD kann man schon rechtsextrem nennen, oder? Ja, eigentlich alles so, ne? Weil im Moment ist ja so, dass du wirklich nicht weißt, wer der nächste Kandidat ist, der durchdreht. Ich stelle jetzt zum Beispiel das Bürgergeld etwas in Frage, weil sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund nach Deutschland kommen, um das Bürgergeld zu erhalten, weil in den Nachbarländern eben keine so soziale Angebote gemacht werden. Wir leben Gott sei Dank in einem System, wo man fast jederzeit seine Meinung sagen darf. Und das muss eine Gesellschaft tolerieren. Die gibt's. Es gibt diese Menschen, es gibt die Linken, es gibt die Rechten. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir damit tolerant umgehen. Keine Angst. Warum soll ich Angst haben? Bin kurz vor 90. Mir passiert nicht mehr. Aber die jungen Leute, die tun mir leid.